Ich zeige dir in diesem Video, wie einfach du Zoom unter Windows installieren kannst, um an einem bereits vorhandenen Meeting mit einer Meeting-ID teilzunehmen. Dafür brauchst du nicht viele Schritte tun und die gehen wir hier Schritt für Schritt gemeinsam durch, so dass du nachher definitiv Zoom bei dir installieren kannst und an einem Meeting teilnehmen kannst. Starte dazu einfach Google und gib dazu Zoom ein. Und achte darauf, dass du auf die Webseite Zoom US klickst. Dann gehst du hier oben auf Ressourcen und Zoom Client herunterladen. Dir wird hier erstmal angeboten, Zoom Client für Meetings runterzuladen. Allerdings ist das ein Webbrowser Client und nicht ein richtiges Windows-Programm. Ich würde hochscrollen und hier Download für IT-Administratoren nehmen und hier ein Zoom-Client für Meetings als MSI herunterladen. Das ist quasi die Vollversion vom Zoom-Client. Du gehst dann auf Speichern und er lädt dir das hier runter. Du startest es heraus und schon installiert ein Windows-Client, was ein echtes Programm ist. Und schon ist es installiert. Du findest das hier unter Programme als Zoom-Client. Dann startet das Programm. Du sagst an Meeting teilnehmen. Hier gibst du jetzt eine neue Meeting-ID ein. Ich starte mal eben eine ID, damit wir das Ganze auch mal sehen können, dass das funktioniert. Und das ist die 321273. Und schon sagst du beitreten. Der Moderator muss jetzt noch zulassen. Hier ist schon die Verbindung da und so einfach war das in diesen wenigen Schritten. Ich hoffe, dir hat dieses Video geholfen. Wenn ja, dann freue ich mich über einen Daumen